war neugierig. Und die Presse schreibt, er sei ein hintersinniger Geschichtenerzähler und verfüge über ein hervorragendes Timing. Und heute ist er bei uns. Bitte begrüßen Sie Markus Barth. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, mein Name ist tatsächlich Markus Barth. Bei dem Nachnamen klären wir die wichtigste Frage doch gleich zu Beginn. Nein. Weder verwandt noch verschwägert. Ich sag's jetzt immer gleich, weil kürzlich hat mich jemand gefragt, ob das denn ein Künstlername ist. Ja, natürlich. Eigentlich heiße ich Markus Mittermeier. So, aber ich habe heute ein kleines Jubiläum zu feiern. Ich bin nämlich zum 10. Mal daran gescheitert, Vegetarier zu werden. Ja, ich habe schon so oft probiert, mir kommt jedes Mal was dazwischen, meistens Fleisch. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, du kannst die Selleriescheiben so oft panieren, wie du willst. Ja, machen wir uns nichts vor. Es gibt 1000 gute Gründe, Vegetarier zu werden, oder? Platz 1 bis 900 belegt schon Wiesenhof. Oder letztes Jahr der Dioxin-Skandal. Vielleicht erinnern Sie sich noch, da wurden Tiere mit Maschinenfett gefüttert. Da frage ich mich, wie kommt man denn auf sowas? Stehen die Bauern da nebeneinander auf dem Hof und sagen, hier, hör mal, Jupp, dein Huhn, das läuft nicht rund. Mach doch mal ein bisschen Fett dran, so. Nein, ich bewundere es wirklich immer, wie gekonnt wir uns alle selbst belügen, wenn es ums Thema Fleischkonsum geht. Ja. Wir kaufen Schweinehack für 1,50 bei Penny und wundern uns dann, wenn das nicht von einer handgestreichelten Wellnesswutz kommt. Ja, und deswegen habe ich großen Respekt vor Vegetariern, wirklich. Großen Respekt. Wo es bei mir so ein bisschen aufhört, sind Frutarier. Ich weiß nicht, ob Sie das mal gehört haben, das gibt es tatsächlich. Das sind Menschen, die nur Dinge essen, die die Natur freiwillig hergegeben hat. Gibt's wirklich? Also zum Beispiel Äpfel, die der Baum freiwillig hergegeben hat. Und da frage ich mich doch, woher wisst ihr denn, dass der Baum das freiwillig hergegeben hat? Kann auch starker Wind gewesen sein. Ja, ja. Und dann steht der Baum da und denkt sich, no. Scheiße. Kriege ich denn jetzt den Apfel wieder hoch? Der war noch gar nicht fertig. Kommt so ein Frutarier und frisst das auch noch weg, das ist doch gemein, oder? Ein Freund von mir versucht jetzt nur noch Fleisch von glücklichen Tieren zu essen, das ist auch ein bisschen schwierig, oder? Was ist denn glückliches Fleisch? Kindermortadella mit Gesicht? Und überhaupt, ist es wirklich in Ordnung, glückliche Tiere zu schlachten, oder sollte man nicht lieber die Unglücklichen? Ja, ich. Frag ja nur. Gut, ich bin erblich vorbelastet, ich komme ursprünglich aus Franken, bei uns gibt's immer Fleisch. Morgens, mittags, abends Fleisch, gekochtes Fleisch, gesottenes Fleisch, noch lebendes Fleisch, es gibt immer Fleisch. Ich sag mal so, wenn ich ein Schwein wäre, würde ich meinen Jahresurlaub nicht unbedingt in Franken verbringen. Auswärtige sind auch immer ganz überrascht, wenn sie im fränkischen Restaurant den Kellner fragen, Entschuldigung, was gibt's denn zum Schweinebraten dazu? Messer und Gabel. Gott, was war das für ein Drama, als irgendwann mein Bruder nach Hause kam und gesagt hat, Mama, Papa, ich bin jetzt Vegetarier. Ja, meine Mutter hat angefangen zu heulen. Mein Vater hat mit 2 Nürnberger Rostbratwürsten den Exorzismus durchgeführt. Weiche Tofu! Aber was machst du da als Bruder? Gut, ich habe die Gelegenheit genutzt, habe direkt mein Coming-out hinterhergeschoben. Ach, und ich bin übrigens schwul. Wen interessiert denn das? Dein Bruder isst kein Fleisch mehr? Ja, das ist lange her. Ich habe jetzt auch einen Freund. Wir sind seit 10 Jahren zusammen. Das entspricht umgerechnet ungefähr 70 Hetero-Jahren.
immer mal 7, kennt man. Und deswegen haben wir kürzlich auch geheiratet. War ja schon damals ein verlockendes Angebot 2001, als der Staat auf einmal zu uns gesagt hat, hey, hört mal, ihr Schwupsis, ihr dürft jetzt heiraten, ihr dürft es nur nicht so nennen. Aber immerhin, ihr dürft aufs Standesamt und müsst nicht auf die Kfz-Zulassungsstelle. Ist das was? Und alle Schwulen so, yeah, aber was ist denn mit unseren Rechten? Na, jetzt werdet mal nicht frech. Ja, es ist jetzt gerade im Sommer, hat unsere Regierung Anträge auf die Gleichstellung der Homo-Ehe abgelehnt. Unter anderem mit der Begründung, sie wären schlampig gemacht. Ganz ehrlich, ich werde lieber schlampig gleichgestellt als ausgefuchst diskriminiert. Gut, aber in Amerika ist alles noch viel schlimmer, ja? Da haben jetzt die Muppets die Zusammenarbeit mit einer Fastfood-Kette beendet, weil deren Sprecher gegen die Homo-Ehe ist. Ist schon bezeichnend für ein Land, wenn ausgerechnet Handpuppen das meiste Rückgrat haben, oder? Ja, aber es ist auch, nein, es ist auch, in Deutschland ist auch nicht alles Gold. Ja? Ich erinnere mich, ich war auf einer Party und habe einen Zeitschriftenredakteur kennengelernt und habe dem von meiner Hochzeit erzählt. Er guckt mich an und sagt, Sie haben einen Mann geheiratet? Haha, das ist ja lustig. Und wer war die Braut? Ja, ich habe nicht geklatscht. Jetzt behaupten wieder viele konservative Kritiker, die Homo-Ehe bedroht die traditionelle Ehe. Und da muss ich jetzt mal sagen, das stimmt natürlich. Ja. Mein Mann und ich, wir bedrohen regelmäßig die traditionelle Ehe. Das ist so ein Hobby von uns. Gott, wie oft lagen wir schon samstags in einem Gebüsch, haben darauf gewartet, dass ein traditionelles Ehepaar an uns vorbeikommt. Und dann rufen wir immer sowas wie, gleich haben wir euch. Und wenn wir euch erwischen, oh. Das ist bedrohlich halt. Jetzt hat der Papst auch noch behauptet, die Homo-Ehe bedroht die Zukunft der Menschheit an sich. Aber da muss ich jetzt mal sagen, das wird mir allmählich zu viel. Wann soll ich das denn noch machen? Ja, Entschuldigung, ich muss ja auch noch Golden Girls gucken und die Jugend verderben. Ich komme zu nichts mehr. Daheim stapelt sich die Wäsche. Aber ich sage Ihnen was, ich bleibe Optimist. Ich bin optimistisch durch und durch. Ich bin fest überzeugt, dass die Homo-Ehe irgendwann absolut gesellschaftliche Normalität wird. Und ich sage es Ihnen auch, warum. Kürzlich ruft mich meine 80-jährige Tante an und gratuliert mir zum Hochzeitstag. Eine 80-jährige Frau, die weiß Gott in einer anderen Zeit aufgewachsen ist, ruft mich an und sagt nicht, herzlichen Glückwunsch zur unfallfreien Fahrgemeinschaft. Nein, sie sagt, alles Gute zum Hochzeitstag. Und da denke ich mir, wenn das eine 80-jährige Frau schafft, dann haben die anderen ja noch ein bisschen Zeit. Vielen Dank.